Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video sind wir mal wieder in der Stochastik unterwegs und es geht darum, wie man rechnerisch überprüft, ob eingegebenes Baumdiagramm zu einer Situation gehört, die stochastisch unabhängig ist oder aber stochastisch abhängig. Zwei verschiedene Baumdiagramme und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort vorab. Was bedeutet denn überhaupt stochastisch unabhängig? Oder stochastisch abhängig dann dementsprechend. Nun, du kannst dir vorstellen, dass so ein Baumdiagramm immer erst auf der ersten Stufe eine Unterscheidung oder ein Merkmal hat. Zum Beispiel wie männlich, weiblich, andere Geschlechter, was auch immer. Und auf der zweiten Stufe könnten wir uns ja vorstellen, da steht so etwas wie ist sehr intelligent, ist nicht intelligent, ist sehr intelligent, ist nicht intelligent. Stochastisch unabhängig wäre dann genau diese Situation da. Du weißt sicherlich, die Intelligenz hängt nicht vom Geschlecht ab. Ne? Das heißt, es spielt keine Rolle, ob eine Person männlich ist, ob eine Person weiblich ist, ob eine Person ein anderes Geschlecht hat. Die Intelligenz ist unabhängig vom Geschlecht. Und das ist dann die stochastische Unabhängigkeit. Ne? Das heißt, dass das Auftreten und die Wahrscheinlichkeit vom zweiten Merkmal unabhängig davon ist, welches Merkmal als erstes eingetroffen ist. Ne? Als erstes Merkmal wäre dann hier in dem Fall dann halt das Geschlecht und im zweiten das zweite Merkmal wäre dann in dem Fall dann die höhere Intelligenz oder eben nicht. So ungefähr kannst du es dir vorstellen. Am Baumdiagramm erkennt man immer relativ einfach, ob ein Baumdiagramm zu einer stochastisch unabhängigen Situation gehört oder eben nicht, denn hierzu schaust du dir einfach mal die bedingten Wahrscheinlichkeiten auf der zweiten Stufe an. Wenn du hier eine gleiche Verteilung hättest, dann würde dieses Baumdiagramm zu einer stochastisch unabhängigen Situation gehören. Hier haben wir allerdings die Unterscheidung oder die Aufteilung 0,4 und 0,6 und hier hingegen nicht nochmal 0,4 und 0,6, dann wäre es stochastisch unabhängig, sondern 0,5 und 0,5. Zwei verschiedene Aufteilungen, wir wissen also jetzt schon mal, das Baumdiagramm wird zu einer stochastisch abhängigen Situation gehören, aber wir müssen das Ganze natürlich auch noch rechnerisch nachweisen. Hierzu findest du hier die Regel und zwar vergleicht man hierzu die Wahrscheinlichkeit für das zweite für die Wahrscheinlichkeit für B unter der Voraussetzung, dass A eingetroffen ist, das heißt die bedingte Wahrscheinlichkeit mit der zugehörigen Endwahrscheinlichkeit. Natürlich, wenn du eine andere Beschriftung hast, dann musst du immer darauf achten, dass du hier und hier im Endeffekt dieselben Buchstaben in der Klammer hast. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Beispiel, sowas habe wie, ich habe als erstes die Unterscheidung männlich, weiblich und danach meinetwegen Brille, keine Brille. Ne? So könnte man sich das vorstellen, dass so ein Baumdiagramm auf ist. Wenn ich jetzt auf diese beiden Buchstaben oder Unterscheidungen die Regel drauf anwenden müsste, würde ich dann sagen, okay, ich brauche jetzt die Wahrscheinlichkeit für B unter der Voraussetzung, dass zum Beispiel eine Person männlich ist. Und das vergleiche ich dann mit der Wahrscheinlichkeit von B. Das heißt, hier muss immer eine Unterscheidung der ersten Stufe hin, männlich, weiblich oder hier in dem Fall A, nicht A. Und hier in der Klammer brauchen wir immer die Wahrscheinlichkeit von demselben Ereignis. Das heißt in dem Fall, ob eine Person eine Brille trägt oder eben nicht. Ne? Also da immer darauf achten, dass du diese Formel natürlich auch auf deine Beispiele, auf deine Beschriftung übertragen kannst. Aber hier habe ich ein Baumdiagramm mit A und B und beziehungsweise nicht A und nicht B. Dementsprechend vergleiche ich jetzt die Wahrscheinlichkeit für B unter der Voraussetzung, dass A eingetroffen ist. Das finde ich ja relativ einfach hier, das kann ich nämlich ablesen. Ich suche die Wahrscheinlichkeit für B unter der Voraussetzung, dass A eingetroffen ist, also das ist die 0,4. Und das muss ich jetzt vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit für B. Ja, dann muss ich jetzt schauen, okay, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit für B suche, achte ich ja darauf, welche Äste enden hier auf das B. Das ist einmal der Ast hier. Also brauche ich einmal diese Wahrscheinlichkeit. Und das ist einmal dieser Ast hier und diese Wahrscheinlichkeit. Na, und wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit für B suche, weißt du ja, es greift dann im Endeffekt die Pfad Summenregel, die Endwahrscheinlichkeiten werden addiert, das heißt, ich rechne jetzt hier 0,08 plus 0,4, das ist selbstverständlich 0,48, ja, und das vergleiche ich jetzt hier mit dieser 0,4 und dann sehe ich, okay, das ist ja nicht dasselbe, ne? Das heißt, jetzt weiß ich schon, okay, dieses Baumdiagramm gehört zu einer stochastisch abhängigen Situation, weil diese 0,4 nicht dasselbe ist wie das Ergebnis dieser Rechnung. Zweites Beispiel. So, ich vermute jetzt hier schon aufgrund der Aufteilung, dass dieses Baumdiagramm zu einer stochastisch unabhängigen Situation gehört. Ich sehe ja hier die Aufteilung oder die Verteilung 0,1 und 0,9. Hier genauso 0,1 und 0,9. Aber das Ganze muss natürlich auch rechnerisch wieder funktionieren. Das heißt, ich brauche jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass B eintrifft, unter der Voraussetzung, dass vorher A eingetroffen ist. Sprich die bedingte Wahrscheinlichkeit. Das ist das hier. Und das vergleiche ich jetzt wieder mit der Wahrscheinlichkeit für B. Das heißt, ich brauche einmal wieder diesen Ast hier,
das ist das hier und ich brauche die Endwahrscheinlichkeit von dem Ast hier, sprich hier diese 0,08. Also, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit für B einmal bestimmen muss, greife ja auch hier wieder die Pfadsummenregel. Ich rechne also 0,02 plus 0,08. Das ist 0,10 oder noch kürzer hingeschrieben, einfach nur 0,1. Und da siehst du, okay, diese beiden Zahlen stimmen tatsächlich überein. Das heißt, hier sind wir jetzt tatsächlich bei einem Baumdiagramm, welches zu einer stochastisch unabhängigen Situation gehört. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video jetzt ein bisschen geholfen hat, dass du jetzt weißt, wie man rechnerisch nachweist oder überprüft, ob ein Baumdiagramm zu einer stochastisch unabhängigen oder aber zu einer stochastisch abhängigen Situation gehört. Schreib mir super gerne mal dein Feedback in die Kommentare, gerne auch deine Videowünsche. Und ja, das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen.